Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP 2. Ob es jetzt wirklich weitergeht, ist eine andere Frage. Weil ich es noch nicht weiß, ob ich jetzt den Special Cup überhaupt spielen kann. Ja, ich kann ihn spielen. Und das ist gut. Zack, Special Cup. Weverse, also man fährt einfach nur in die andere Richtung wahrscheinlich. Oder? Ich glaube, das war so, ja. Man fährt in die andere Richtung. Ja, sieht so aus. Mit Luigi sehr guten Karos. Was auch sehr viel Bezug zu Luigi hat. Auch wenn ich den Bezug persönlich jetzt nicht kenne. Aber ich kann mich noch erinnern an das Spiel Luigi's Steam Engine. Okay. Ich sollte aufhören mit diesen schlechten Witzen. Oh, das sind sehr kurze Runden. Oh well. Zack. Ist das jetzt so viel anders zum ersten? Zum Unspecial Cup? Oder fahren wir wirklich nur in die andere Richtung? Das ist nicht nett, Miss Pac-Man. Ich sehe die Mario Coins vorher nicht. Das ist ja komplett unfair. Oh shit. Ist mir jetzt gerade wirklich passiert? Bin ich gerade wirklich in diese Random Coins reingefahren? Waren die hier die Mario Coins? Nein. Oder waren die da hinten? Ja, ich glaube hier waren die, oder? Ja, so. Nee. Also noch eins war da hinten. Perfekt. Jetzt muss ich alle haben. Ich glaube, es gab 25, ne? Ja, stimmt schon. Nein, lass ab! Das ist nicht dein Ernst. So, ich habe 25. Jetzt müsste ich eigentlich einen Turbo Boost bekommen. 153 km/h ist jetzt nicht so schnell. Miss Pac-Man, komm nicht auf dumme Gedanken jetzt kurz vom Ziel noch. Glück gehabt. Glück gehabt. So, das war Yoshi Park 1. Comp MK. Was? Kart Comp MK Lord. Uff. Ich hab den Titel wollte ich nicht mal. Aber ich nehme ihn an, bevor es hier noch irgendeinen Bug gibt. Bin nicht so ein Fan von Bugs. Ich bin ein Käfersammler. So. Nochmal Yoshi Park. Heißt die Strecke auch Yoshi Park? Ich hab's mir nicht durchgelesen. Was mir übrigens aufgefallen ist, ist, dass ich hier in OBS meine Bitrate sehe, mit der das Ganze gerade aufgenommen wird. Und das ist anscheinend, wie nennt man das? Es ist nicht konstant, sondern das andere. Fällt es gerade ernsthaft nicht ein. Das ist fast schon peinlich. Variabel, genau, variabel. Und es ist jetzt gerade wirklich auf 100.000 Kilobit pro Sekunde. Im Aufnahmefenster. Jetzt erklärt es auch, das erklärt auch, warum die Dateien immer 13 GB oder so groß sind. Das ist sehr unvorteilhaft für meine Festplatte. Aber wenigstens motiviert mich das, die Videos endlich zu schneiden. Da
damit ich die Rohdateien löschen kann. Vielleicht hilft mir das irgendwie weiter, dass ich vielleicht mal mehr als ein Video pro Jahr mache. Ich habe ja bisher immer noch nicht A Link to the Past veröffentlicht. Beziehungsweise fertig geschnitten. Ich bin jetzt glaube ich bei Part 21. Der rendert doch gerade. Ja, stimmt, Part 21 müsste gerade rendern. Also jetzt nicht mehr, weil ich es angehalten habe. Pausiert habe. Weil es halt so geleckt hat in diesem Pac-Man Cup. Ja, das ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Aber ich glaube, hier nach diesem Cup höre ich auf. Ich habe echt... Also ich würde sagen, sind echt nicht mehr, was ich sagen soll. Das meine ich. Das ist nicht nett. Das ist die letzte Runde. Kurz vorm Ziel. Und ihr kommt mit sowas. Viel Spaß mit den... mit den, keine Ahnung, eckigen Rädern. Wie auch immer dieses Item auf Englisch heißt. Ich habe echt Angst, dass sie mich jetzt hier abschießen. Ah, noch ein Buhu. Bringt mir jetzt nicht so viel. Was ist hier drin? Bringt mir auch nicht so viel. Aber ich hab's geschafft. Easy. Jetzt müsste ich doch, glaube ich, alle Cards durchhaben, oder? Jetzt nach Luigi. Werde ich wohl jetzt immer Waluigi nehmen müssen. Als überzeugter Waluigi-Fanatiker. Okay. Irgendein Block. Ist sehr kreativ. Yoshi Park 1 wieder. Was ist diesmal anders? Stand jetzt wieder Reverse da? Ich hab's mir nicht angeguckt. Ich kann die Räder jetzt schon steuern. Das hat man vorhin gesehen. Im Übergang. Tschüss, Toad. Warum ist Toad so schnell? Warum sind alle so schnell? Hey, die Clownskutsche, ernsthaft? Gibt's hier Bowser Jr. noch als Charakter? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob man noch Charaktere freischalten kann. Könnte ich eigentlich mal nachgucken. Aber ich bezweifle es. Zack. Und schon bin ich wieder erster. Diese Strecke scheint eine ziemliche Anlehnung an Yoshi's Island zu sein. Fällt mir gerade so auf. Alles voller Baby Mario. Man muss eigentlich mal so auf die Hintergründe achten und weißt du, was außerhalb der Strecke so ist. Ist jetzt als Fahrer natürlich schwierig, aber... Ja, dann geh vor. Dann geh vor. Danke. Oh well. Okay, da ist so ein Lolli. Eine Torte wahrscheinlich. Oh, da unten ist ja richtig viel los. Alles voll mit... mit seltsamen Dingen. Oh Junge, ich hasse dieses Item. Okay, das Item ist wirklich gut. Diese Hasenohren. Oh yeah, oh well. Ich glaube, das ist das Einzige, was Luigi sagen kann. Und komm, wir jetzt schießt mich einer ab. Danke. Danke für nicht abschießen.
Und jetzt noch die letzte Strecke. Und diesmal gibt es auch keine Challenges mehr. Zumindest aus dem letzten Teil so. Ja, man kann gleich mal nachgucken, ob es die Challenges noch gibt. Oh. Da nehme ich im nächsten Part von Mario. Weil sein Kart anscheinend jetzt besser ist. Ob sich es auch visuell verändert hat, ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Es gibt das Challenge Game. Ach stimmt, das ist nicht mehr Reverse. Oh, ich bleib bei meiner Item-Auswahl. Die ich eigentlich ganz optimal finde. Drei, zwei, eins, los. Oh well. So, das sind schon mal 5 Münzen. Und sie haben auch dieses Hasen-Item. Das Hasen-Item ist echt viel zu gut. Ja, was ist denn das für ein Item? Das ist ja komplett OP. Oh ja, warum habe ich das, den Magnet nicht direkt eingesetzt? Und fahr lieber daran vorbei. Gute Frage. Gute Frage. Schlechte Antwort. Beziehungsweise gar keine Antwort. Ach, schade, bin ich einfach direkt vorbeigefahren. So, hier, erster Platz. Viel Spaß mit dem Ding. Du bist sofort letzter. Komm her. Komm her. Und viel Spaß auf dem letzten Platz. So, kommen mir noch ein paar Münzen irgendwie auf dem Weg. Ich glaube nicht, oder? Ja, ich glaube echt nicht. Da nehme ich mir lieber ein neues Item. Ach nee, das muss ich erst wieder nachladen. Also ich muss erst mal warten, bis es vorbei ist. Weil das Spiel so gut ist. Oh nein. Ich setze ihn direkt ein. Oh, hier war noch Mario Coins. Okay, das ist optimal. Jetzt habe ich alle. Jetzt kannst du aber aufhören, komischer Magnet. Toll, eine Sekunde zu spät. Und jetzt passiert das. Und davon ist das Ziel. Und ich muss nochmal fahren. Wetten, wetten, wetten. Oh, Junge. Ich nehme jetzt einfach Mario, ist mir egal. Also ihr werdet es eh nicht sehen, aber... Erster Platz mit Mario. Ich werde ihn trotzdem nochmal spielen, weil jetzt hat man es im Video nicht gesehen. Und Yoshi Cup completed. Ein weiteres Mal. Ach so, ist die Challenge Stage gibt es ja auch noch wieder. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil... Weil Teil 1. War ich noch zu sehr an Teil 1 gewöhnt. So, Turbo-Start ist hier nicht nötig. Oh shit, jetzt muss ich wieder alle einsammeln. Wegen dem Zeitlimit. Dann mach es diesmal gleich langsam. Muss ich nicht noch eine Runde fahren. Zack, 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 zack. Da kommen noch ein paar Münzen und dann haben wir es schon geschafft. Dann ist es vorbei. Nein. Gut.
Muss ich das wieder wenden? Und 1, 2, das war's. Das war's mit dem Challenge Game und auch mit dem Part. Danke. Passing MK Lord. So bezeichne ich mich tatsächlich auch in meiner Freizeit. Donkey Kong Item, die Kongas. Ist eine Anspielung auf Donkey Konga wahrscheinlich. Okay, der Hammer für Luigi und Mario. Egal. Das war's mit dem Part. Ich höre heute erstmal auf mit Aufnehmen, weil ich keine Lust mehr habe. Und dann tschüss.